Ich könnte auch zu einer sagen, setz dich auf mich drauf, mach Drama und krieg so überall Fame, dies, das. Aber nein, ich bin so viel schlauer, Leute. Denkt doch mal bitte darüber nach. Leute, ich bin kleiner Türke. Ich bin haariger Türke. Digga, ich bin Oger, der League of Legends spielt. Aber ich habe meine Tafel. Und ich liebe meine Tafel. Leute, wie lange ist denn der letzte Subscriber? Digga, wie lange ist schon der letzte Subscriber? Was für nur Level 4? Ein paar Sekunden später. Ah! Ey, ihr seid meine Mittel. Guck mal, Leute, wie sagt man guten Morgen zu jemandem auf Türkisch? Komm, Chat, Digga. Wir lernen erstmal so ein bisschen Standard, die Stars. Danach lernen wir, wie wir die ganzen Noobs flamen. Wir sagen Günaydın. Ja, guck, pass auf. Jetzt ist hier aber eine Sache wichtig. Ja, weil wir Türken uns nicht jeden Buchstaben leisten konnten, den es gibt, haben wir einige so Special Meshels, wisst ihr? Die schreiben nicht SCH. Wir machen so ein S mit einem Strich dran. Guckt euch das an, meine Freunde, Digga. Ich schreibe wie ein Dreijähriger. Aber ihr seht das da bei diesem I, ne? Da ist kein Herz drauf. Warum ist da kein Herz drauf? Da hat niemand ein fettes Subgift gemacht oder sowas. Niemand hat mir T3 Sub gegönnt. Sonst hätte dieses I, was aber ein I ist, ein Herzchen drauf. Wenn ihr eure Mutter morgens seht, und ich sag, ey, guten Morgen, und die so, Digga, was falsch bei dir? Was spricht so Türkisch? Warst du bei Türkisch für Anfänger oder was? Und ihr wollt die fragen so, ey, wie geht es dir? Müssen wir auch höflich sein, ne? So, wie geht's dir? Wie geht's dir? Passt auf. Nasilsin, Leute. Nasilsin. Aber das können wir so nicht sagen. Ja, das ist so einfach, als würdest du sagen, wie geht's? So einfach so, so richtig klump. Wie geht's? Digga, machst du das an der Gym? Bist du 12 oder was, Digga? Seid ihr 12 oder was? Seid ihr 12? Redet ihr so wie Waschland mit eurer Mutter? Digga! Mein Vater hat immer gesagt, Adamo! Adam gibt Konus! Adam gibt Challus! Hintern ist gut. Ja, das ist so, als würdest du dein Po sagen. Wir sagen aber dein Arsch, Digga. Wir machen so ein Satzverstärkungswort, wenn ich das. Ja? Wir Türken, wir sagen immer, ich ficke dich, Amerikan. Ja? Warum? Das Amerikan ist ein Satzverstärkungswort. Ich hätte auch einfach sagen können, Digga, ich fick dich. Versucht mal mit dem, was wir hier haben, einen vernünftigen Satz zu bilden, Digga. Wir wollen sagen, dein Hintern ist Pock. Okay. Das sehen. Chat, spricht mir nach. Senin, Götün, Chok, Pok. Okay. Los! Digga, du hast mich angetanzt! Warum tanzt du mich an und sagst nicht mehr was? Digga, ich hole gleich Cousin! Hä? Jetzt geht ihr Party. Und da läuft so Musik von Tarkan so. Und das Lady tanzt. Und ihr tanzt auch. Und sie macht so. Sie macht so Hula Hoop. Und ihr geht so zu ihr hin und tanzt sie so an. Da war ich 18. Ja, ungefähr 18. Vielleicht auch 17, vielleicht auch 19, 21. Ja. Digga, was habe ich jeden Tag gemacht? Ich war zu Hause, ich habe einfach gezockt, Leute. Digga, WoW, Leute. Uff, Digga. Beste Zeit überhaupt. Beste Zeit überhaupt. Du gehst nach Hause, Digga. Du spielst Arena. 2 gegen 2, 3 gegen 3. Damals war 2 gegen 2 noch relevant. Du holst den Gladiator-Titel rein und so. Saftig. Du musst so einen geilen Burger essen. Und Frauen sind dir scheißegal. Denkst du, Alter. Alter, guck mir diese Nerds an. Digga, die gehen irgendwelche Girls ballern. Digga, die gehen Alkohol kaufen, geben mir Geld aus. Aber ich habe den Titel und das Reittier. Ich habe den Titel und das Reittier, Digga. Akshamla. Oh, Digga! Ich kann das nicht so gut aussprechen. Oh mein Gott, Digga, ich kann Türke. Oh, okay, Leute, ich bin bester Coach überhaupt. Und ich, und okay, ich so. Oha, Digga! Du kannst Türkisch! Oh! Sen was ist denn? Denk an Mr. Ben! Benim! Oh! Du bist Tabromantiker! Oh, du hast schon Sprachen gelernt! Oh, Digga! Okay. Und dann sie so. Senin Chokpok.
Moment, bist du dumm? Oh, no. Du hast das ganze Schreibungswort vergessen. Uff, Digga. Was ist Chopop? Bin ich nicht so hässlich oder was? Meine Nase, hast du die mal gesehen? Digga, Leute, meine Nase so groß wie ihr Schwanz. Ich bin verwirrt. Okay, Selin ist richtig. Du hast gesagt dein. Mein was? Chokpok, Moment, was sage ich jetzt falsch? Du sagst dein Chokpok, aber mein was Chokpok? Senin, Götün, Chokpok. Sprich mit Senin. Senin. Götün. Götün. Chok. Chok. Pok. Pok. Oh, du bist auch auf Twitch! Oha, bist du Streamer? Oh, bin ich zu sehen? Oh, wo? Wie viele Viewer hast du? Ah, danke für den Kurs. Los, Job! Drop, Digga! Wie viele Leute sehen mich gerade? Uff, Digga, sieht gut aus? Ich schwöre bei Gott, Digga, ich brülle durch das ganze Haus. Digga, ich hab Kleid an, ich lasse mich anbaggern von Günther Jauch und ich krieg keinen Sub oder was? Uff. Okay, du okay, du hier hast du einen Sub, ich bin mal weg. Hast du Angst vor mir? Ja. Ah, oh. Ja, okay. Meine Nippel. Bye, bye. Also lasst... lernt von mir am besten nicht, wie man Frauen anbaggert. Scheiße. Ja. Und jetzt gehst du feiern. Digga, da ist Frau, du siehst sie von hinten, du tanzt sie an. Was machst du jetzt? Ja, schon mal. Wow, du drehst dich um, es ist deine Mutter auf einmal. Und dann ist so, Urum, Senei, Apiusun, Mayachmusun. Was sagst du jetzt? Was mache ich, wenn ich mich meine Mutter im Club anspricht? Digga, du hast deine Mutter angetanzt, Mann. Jetzt kann sie auch türkisch auf einmal! Ist sie meine Stiefmutter oder meine Mutter? Digga, deine Stiefmutter. Senengöt und Chokpok. Und auf einmal, weißt du, was passiert? Weißt du, was passiert? Sie bleibt an der Theke hängen. Sie ist stuck an der Theke. Was machst du jetzt? Bruder, sie ist stuck an der Theke. Sie liegt da so. Oh! Oh! Stay stuck! Help me, please! Ey, I'm stuck! Please, I'm stuck! Digga, verpiss dich, Junge. Gott. Digga, verpiss dich aus meinem Channel. Okay, auf Wiedersehen. Christus, auf Wiedersehen. Senai Shin oder so. Ach, kann sich ausdenken. Digga, jetzt trifft er dich, du Hund, Mann. Bam, Digga, ich bin voll Zunderer gerade. Für männliche Zunderer. Er trifft dich. Digga, steh auf, du fettes Stück Müll. Okay, du bist zwar nicht fett, aber stell dir vor, du bist fett, ne? Hast mein Vater zu mir gesagt. Steh auf, du fette Stimme! Bam, 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 Digga, was für Fettsprache! Du weißt aber immer noch nicht, wie es ihm geht. Nein. Teste Kür Ederim, weil ich liebe es, geschlagen zu werden. Digga, Bruder, Mann, was bist du für einer? Tja, Problem gelöst. Digga, ich muss erst Günther Jauch austauschen für dich. Jetzt sagst du mir doch, du findest das geil. Digga, denk doch mal darüber nach. Stellt euch vor, ihr seid in der Runde League. Und ihr wollt nicht direkt ein Türke sein, Digga. Ihr wollt nicht wissen, dass eure Mates wissen, dass ihr Türke seid. So wie andere, die nicht Türken sind. Wenn ihr schreibt Türk, warte, denkt jeder Scheiße, Digga. Ihr seid auch Türke. Direkt verkackt. Wenn ihr aber SA schreibt, wissen nur Türken, worum es geht. Und nicht Türken, denkt sich, ey, er will Salami. Salami. AS steht dafür auch Salami. Die denken sich so, yo, die Mami, die mögen aber Wurst. Kann man nichts machen. Er sieht ein bisschen aus wie fucking Leonardo DiCaprio, Digga. Ich weiß nicht warum. Ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken. Aber er ist der größte Lappen von allen. Er ist Yasuo-Spieler. Okay, Chat, ihr dürft jetzt voten. Ist Skumbin hot or not?